غرباء غرباء غرباء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine geehrten Geschwister im Islam, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir wissen alle, dass das Gebet eine sehr, sehr wichtige Sache ist in unserer Religion. Wir wissen, dass das die größte Säule ist in unserer Religion. Aber, liebe Geschwister, viele unter uns beten nicht, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt. So gibt es zahlreiche Hadithe, die uns zeigen, wie wichtig es ist, das Gebet auch richtig zu verrichten. Wenn es im Allgemeinen schon so ist, dass man als Muslim normalerweise ehrlich und aufrichtig ist, wenn du zum Beispiel irgendwo arbeitest, dass du auch wirklich arbeitest, richtig arbeitest, nicht nur wenn der Chef guckt, sondern dass du verpflichtet bist, islamisch gesehen verpflichtet bist, dass du richtig arbeitest und dass du sonst eventuell ein Dieb bist, ja, und das, was du verdienst quasi, nicht auf ehrliche Art und Weise verdienst und es dir nicht zusteht und es auch nicht vielleicht halal ist, ja. Geschweige denn, dass das deine Taten sind und eine Arbeit zwischen dir und dem, der dich erschaffen hat. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, im Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu, überliefert bei Bukhari, kam ein Mann zum Prophet Muhammad, kam ein Mann in die Moschee rein und er betete. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als dieser dann fertig war, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm, geh und bete nochmal, denn du hast gar nicht gebetet. Dann hat der Mann wieder nochmal das Gebet wiederholt. Und als er fertig war, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein zweites Mal zu ihm, geh und bete von neu, denn du hast nicht gebetet. Dieser Mann ging und er betete ein drittes Mal. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wiederholte ein drittes Mal zu ihm nach diesem Gebet, geh und bete, du hast nicht gebetet. Das, was du da getan hast, das ist kein Gebet. Dann sagte der Mann, o Gesandter Allahs, ich weiß es nicht besser. Ich weiß nicht, wie man es richtiger macht, besser macht. Dieses Sahabi, so bringe es mir bei, lehre mich. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm das richtige Gebet beigebracht. In einem anderen Hadith, liebe Geschwister, der überliefert wurde von Abdullah ibn Qatada, überliefert bei Ad-Darimi, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der schlimmste oder übelste Dieb ist der, der von seinem Gebet klaut. Die Sahaba radiallahu anhu sagten, o Gesandte Allahs, wie kann jemand von seinem Gebet klauen? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte dann, es ist derjenige, der seine Niederwerfung, sein Sujud, seine Ruku und seine Sujud nicht richtig macht. Ja? Er klaut von seinem Gebet. Er ist ein Dieb. Ja? Er stiehlt. Warum? Weil es ist eine Tat, die er machen muss, weil er erschaffen wurde, weil er ein Diener Allah subhanahu wa ta'ala ist, von Allah azza wa jalla ist. Deswegen muss er beten. Aber er betet aber nicht richtig. Das heißt, er klaut. Er klaut von seinem Gebet, indem er was? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der klaut, das ist der schlimmste, der übelste Dieb, ist derjenige, der klaut von seinem Gebet, indem er seinen Rukur, den Rukur, das Beugen, das sich runterbeugen vor Allah, nicht richtig macht und die Niederwerfung nicht richtig macht. Und deswegen, liebe Geschwister, und es gibt andere Hadithe, die uns deutlich machen, dass viele Muslime zwar beten, aber sie beten nicht richtig. Sie beten nicht so, wie es Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt, sondern sie beten einfach, ja, ohne Wissen, ohne richtiges Wissen zu haben über das Gebet. So haben sie keinen richtigen Khushu', oder sie machen die einzelnen Gebetssachen nicht richtig, oder sie lernen gar nicht über das Gebet und somit machen sie zweifelsohne dann Fehler, weil sie nicht genau wissen die Regeln des Gebets. Ja, wenn einer einen Führerschein macht, er muss einen Führerschein richtig machen, damit er fahren kann und sicher fahren kann, sicher für ihn, für andere Menschen, ja, dass er sein Leben und das Leben anderer nicht riskiert. Und das lernen wir dann auch. Warum? Weil wir bezahlen dafür auch eine stolze Geldsumme. Dann lernen wir auch richtig dafür. Und genauso auch, wenn es darum geht, einen guten Job zu haben, um eine schöne Dunya zu haben, sich einen guten Lohn zu haben, um sich etwas leisten zu können, dann gehen wir auch hart arbeiten. Aber was das Gebet angeht, so haben viele unter uns, sie wissen gar nicht, wie man richtig Wudu macht, gar nicht, wie man richtig betet, was eine Pflicht ist, was erwünscht ist, was das Gebet ungültig macht, was die Voraussetzungen, die Bedingungen sind des Gebets. Ja, warum? Weil das, und daran sieht man, liebe Geschwister, wie wichtig einem das Paradies ist, wie wichtig einem oder wie viel Yaqin auch jemand hat, wie viel Gewissheit
jemand hat in das Paradies und in die Hölle und dass er vor Allah stehen wird und gefragt wird und dass er im Grab eventuell bestraft wird, möge Allah bewahren, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen gehören lassen, die die Sachen der Religion ernst nehmen und die ihre Religion lernen und richtig umsetzen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das richtige Verständnis geben, uns Rechtleit und unsere Sünden vergeben. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Und assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نحن الجبال غرباء.